habe dann Architekturbauzeichner gelernt, war dann Fachabi, habe dann Bundeswehr gemacht, Studium parallel angefangen und im Studium selbst habe ich mich politisiert. Soll heißen, ich habe mein Studium abgebrochen, hatte ursprünglich sehr hohe Ambitionen und bin da immer wieder gegen bestimmte Wände oder Köpfe gelaufen in der Uni. Soll heißen, ich habe Riesenprobleme entwickelt mit Hierarchien. Das war so für mich der Ausgangspunkt meiner Politisierung, die jetzt bestimmt schon 3 Jahre her ist insgesamt. Heute bin ich Demokrat, das kann ich von mir behaupten, wirklich. Und vielleicht auch eher Radikaldemokrat. Den Weg dahin, der war philosophisch geprägt, war natürlich auch praktisch geprägt, also Demos etc. etc. Aber ein Stück von diesem philosophischen Weg und diesem Erkenntnisweg, den möchte ich mit euch teilen. Ich habe eine Vortragsreihe, das sind 10 Teile. Heute ist der erste Teil, das ist quasi der erste Teil der Analyse des Ist-Zustandes. Ziel dieses Vortrags ist es, nicht nur meine Sicht auf die aktuellen Geschehnisse darzustellen, sondern vielleicht für euch auch den Mehrwert zu bringen, dass ihr die Finanzkrise besteht. Schauen wir mal. Zum Begriff selbst, also Neoglobalismus, ist die Idee einer neuen Globalisierung, die den Menschen und seine universellen Rechte als Ausgangspunkt hat. Also nicht Profit before People, sondern People before Profit. Ganz eindeutig. Ich habe dazu einen Begriff geprägt, der heißt Homo sapiens politico, ist der weiße Staatsmensch. Also natürlich immer im Zusammenhang mit der Demokratie zu sehen, weil da ist ja jeder Entscheidungsträger. Zuerst mal ganz kurz die Frage, wer ist politisch aktiv von euch? In irgendeiner Weise. Finde ich gut. In irgendeiner Weise. Wenn immer eins geht am Tisch, ist das schon los. Ja, genau. Finde ich gut. Wenn am Tisch kommt, ist schon Politik. Richtig. Also ich habe es mal aufgeschrieben, ja, ist per Definition jeder freie Mensch, der berechtigt ist, in seiner Gemeinschaft mitzuentscheiden. Politik bezieht sich hierbei nicht nur auf Staatsakte wie Wahlen, sondern auf die Gesamtheit des Öffentlichen aller Menschen und damit auch jedes Einzelnen. Den letzten Satz können wir ruhig weglassen. Das soll heißen, Aristoteles war das, glaube ich, der den Begriff geprägt hat, das Zoon Politikum, des politischen Lebewesens. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich stelle mir vor, wie wäre es in einer Demokratie? Da wären ihr die Entscheider. Also der weiße Staatsmensch im Idealfall. Merkt es euch, das wird für die folgenden Vorträge eine Rolle spielen. Zum Vortrag heute. Die Analyse ist zweigeteilt. Einerseits sind Grundbegriffe, die ratze ich gleich ganz schnell durch. Und der zweite Teil ist dann quasi die eigentliche Analyse. Da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt erstmal zu den Grundbegriffen. Lese ich jetzt nicht alles vor. Neoliberalisierung oder der Neoliberalismus ist eigentlich die Idee einer neuen Freiheit. Das hat sich entwickelt aus einer bürgerlichen Bewegung, die auch vielleicht schon in den Revolutionen des Frankreichs, des, Moment, ich verhasse mich, einfach die Französische Revolution. Und das hat sich eben entwickelt und leider auch umentwickelt. Vielleicht viele kennen das von der FDP, dass zum Beispiel der Freiheitsbegriff leicht pervertiert wurde. Ja? Ich will mal ganz kurz nur formulieren, um was es eigentlich dabei geht. Der wichtigste Punkt ist eigentlich der Minimalstaat. Also der Minimalstaat ist nicht ins wirtschaftliche Geschehen eingreift, sondern nur den Marktrahmen mit seiner Ordnungspolitik stellt. Das zweite ist der Demokratieethos. Also das bezeichnet die Umwidmung des Begriffs der Republik zur Demokratie und die Verbreitung des neoliberalen Modells hier des Systems der parlamentarischen Republik. Was ein Riesenunterschied ist. Das sind die wesentlichen Punkte, auf die ich heute ein bisschen mit eingehe. Vielleicht nochmal kurz. Die Republik war der Gegenentwurf zur Monarchie. So nenne ich es. Ja? Also nicht die Idee, dass wir einen absoluten Herrscher haben, sondern dass wir einen Herrscher haben oder eine Gruppe von Herrschern, die regelmäßig wechseln. Und wo das Volk eben Einfluss darauf hat. Aber in der Demokratie ist es nicht. Die Umwidmung ist mit dem Begriff der indirekten Demokratie passiert. Ist so ein bisschen wie frischer Spargel oder indirekt frischer Spargel. Ja? Oder ergänzt mit der indirekten Beleuchtung. Ihr seht den Schein des Lichtes, aber ihr seht nicht wirklich das Licht.
Das heißt, es ist keine Volksherrschaft heute. Man kann es eigentlich besser beschreiben als Oligarchie, als Herrschaft der wenigen. Nur halt im Wechsel. Gleich weiter. Die Globalisierung ist ein Terminus der politischen Ökonomie des 20. Jahrhunderts, der vor allem in der derzeitigen Ausprägung dem neoliberalen Lager zuzuschreiben ist. Also wichtig ist dabei die Profitmaximierung durch Markterweiterung, das Skalierungsethos, also es beschreibt den Wachstumszwang für Unternehmen, make it bigger, make it grow, Monopolbildung durch finanzstarke Marktteilnehmer, Kartellbildung durch Global Player zur Margensicherung, komme ich gleich dazu, Steuerung und Regulierung über internationale Institutionen bzw. den Minimalstaat auf globaler Ebene. Das ist so das, was die Globalisierung heute ausmacht. Also zur Markterweiterung heißt nichts anderes, als dass regionale Märkte quasi aufgelöst werden und aufgehen in größeren Instanzen. Kennen wir von der Europäischen Union, die EG ursprünglich. Ja, das Gleiche wird aber halt noch ganz woanders durchgezogen, da komme ich gleich dazu. Jetzt nur die beschreibende Zielsetzung, also wirklich jetzt für so wenig wie möglich Interpretation von mir erstmal. Politisch gesehen geht es um erstmal Kontinentalregierungen, sowas wie die Europäische Union, um die Weltregierung, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen strange, aber genau darüber wird gerade geredet. Die Entdemokratisierung, komme ich auch gleich dazu. Ökonomisch geht es um die Kontinentalmärkte und zum Schluss natürlich auch über die Globalmärkte. Bestandteil dessen ist eine Monopol- und Kartellbildung. Ich sage nicht, dass das ein Ziel ist der Politiker, aber es ist ein Resultat. Ich versuche nur zu beschreiben, weil. Ein Beispiel zur Kartellbildung ist übrigens Standard Oil. Standard Oil wurde aufgelöst, weil sie zu groß geworden sind im Ölhandel. Wurden aufgesplittet in 6 oder 7 Ölfirmen, die aber alle den gleichen Ursprungsbesitzer noch haben. Die Familie Rockefeller. So. Diese Firmen haben miteinander quasi aber zusätzlich eine Absprache getroffen, dass bestimmte Preise zu bestimmten Zeitpunkten gelten. Das machen sie bis heute. Das gibt es auch Beweise. Das möchte ich heute nicht angehen. Das ist ein anderer Vortrag. Soll nur erwähnt sein, das Beispiel. Die neoliberale Marktordnung, die eigentlich so über dem Ganzen schwebt, beinhaltet halt wieder dieses oligarchische System. Die Herrschaft der wenigen und die Kapitalzentrierung. Das heißt, Wohlhabende und Großindustrielle haben größere Stimmrechte durch ihre finanzstarken Lobbys. Wie das genau funktioniert, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Die Umsetzung erfolgt heute, also auch wieder nur beschreibend, politisch durch die Einführung des amerikanischen Regierungssystems weltweit. In dem Zusammenhang ist auch die Finanzkrise zu sehen unter ESM und verschiedene andere Dinge. Die Überwachungstechnologien und der Ausbau von Militär- und Polizeikooperationen, also das Verschwimmen zwischen den Aufgabenbereichen der Polizei und des Militärs. Man kennt es aus den Nachrichten, da steht plötzlich Polizisten mit Maschinenpistolen und Schützenpanzern am Flughafen. Will ich heute auch nicht ausbreiten, ist aber so. Politisch gesehen wird das vorangetrieben über die Krisen- oder Schockstrategie. Empfehle ich nun kurz ein Buch, Naomi Klein, The Shock Doctrine. Können wir nachher in der Fragerunde gerne nochmal angehen. Ökonomisch ist eben die Vereinheitlichung oder die Internationalisierung des Handelsrechts, der Zusammenschluss der Märkte, also die EG etc. Die Global Player Bildung ist wieder eher ein Resultat, weniger Ziel. Und die Sparpolitik, die aufgezwungen wird. Und wie das funktioniert, das erkläre ich jetzt. Nochmal ganz kurz, Herrschaft ist die institutionalisierte Form von Über- und Unterordnung bzw. eine Beziehung zwischen mindestens 2 rechtsungleichen sozialen Klassen. Formuliert, was heute eigentlich stattfindet. Arm und Reich. Ohne jetzt da dogmatisch ranzugehen. Die Analyse selbst. Ich gehe erst von der Volkswirtschaft über die Staatsfinanzierung bis hin zum Lobbyismus. Mehr erkläre ich heute auch nicht, aber ich denke, das reicht dann. Also Volkswirtschaft nur kurz dargestellt, um nochmal darzustellen, was die Banken eigentlich für Aufgaben hatten, ursprünglich. Haushalte, das sind wir, Konsumenten, Staat, Firmen, Markt und Banken. Zur Aufgabe der Banken,
Banken haben ursprünglich die Aufgabe, unnütziges Kapital, also das zurückgelegt wurde oder angelegt wurde zum Sparen, zurück in die Wirtschaft fließen zu lassen, um so die Wirtschaft anzukurbeln über Kredite. Das ist die ursprüngliche Aufgabe zur Staatsfinanzierung. Wir haben im klassischen Modell die Haushalte und Firmen, das heißt die Konsumenten und die Firmen, die Waren produzieren. Wir haben die Bundesregierung oder allgemein die Regierung. Und wir haben die Bundesbank bzw. das Finanzamt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist eigentlich, wenn wir als Bundesregierung Schulden aufnehmen. Das sieht dann so aus. Leicht abstrakt. Also, wie funktioniert das? Die Bundesregierung, nehmen wir an, also die SPD gewinnt jetzt, die haben jetzt sich was vorgenommen, die wollen euch die Steuern senken und noch gewisse Dinge umsetzen. Ja? Die stellen aber fest, die Steuerannahmen sind dafür viel zu gering. Was macht man jetzt? Steuern erhöhen? Können sie nicht. Haben sie versprochen, wollen sie senken. Also nehmen sie Schulden auf. Die Schuldenaufnahme erfolgt über die sogenannten Staatsanleihen. Das heißt, die Bundesregierung gibt diesen Betrag weiter an die Bundesbank, sagt, wir brauchen das, schreibt das aus. Dann wird das ausgeschrieben und der Markt, das heißt, jeder, der ein bisschen Geld übrig hat, kann Staatsanleihen kaufen, quasi dem Staat einen Kredit geben und damit die Programme des Staates finanzieren. So funktioniert das im Ideal. Tatsächlich entsteht aber ein Forderungskreislauf. Das heißt, jene, die am meisten Kapital haben, das heißt am meisten Staatsanleihen stellen können, haben einen Vorteil. So, das sind meistens die Banken oder auch sehr wohlhabende Anleger, wie George Soros zum Beispiel. Bleiben wir bei den Banken. Die Bank sagt natürlich, ja na klar, ich kaufe das gerne ab, wir haben das Geld. Aber wir wollen das und das und das umgesetzt haben. Und da ist die Situation, wo der Staat erpresst wird. Und genau da ist auch die Situation, wo der Politiker, der sich innerhalb dieses Systems bewegt, gar nichts anderes mehr kann. Sobald Sparpolitik, wie sie es nennen, also Kürzungspolitik anwendet, stehen die Leute auf der Straße, zu Recht. Also müssen sie so Schulden aufnehmen. Die Bank hat jetzt also bekommen, was sie will, und gibt das Geld raus. So entsteht ein Anleihenankauf. Später erfahren das meistens auch noch andere Menschen, zu welchem Zinssatz die Staatsanleihen rausgehen. Vorher wird das mit den Banken verhandelt, jeden Tag mit der Kanzlerin direkt übrigens. Und dann könnt auch ihr Staatsanleihen zu dem verhandelten Preis kaufen. So funktioniert das. Was passiert? Also die Banken haben verschiedene Interessen. Der eine Interesse ist, hängt mit der Geldschöpfung zusammen. Wir schöpfen das Geld selber über die Bundesbank, quasi aus der Luft, geben das Geld dann nicht der Regierung, sondern den Banken, damit die Banken das über Kredite in den Umlauf kriegen. So, die Banken müssen davon einen kleinen Teil wieder zurückzahlen. Das hat einen bestimmten Prozentsatz und dieser Leitzins, ja, der ist oft Verhandlungsbasis. So, und da wollen natürlich die Banken oft was sehr Niedriges haben. Weil sie geben dann zu 6% das Geld weiter, das wir aus der Luft gedruckt haben. Und sie haben quasi nur 3% bezahlt. Haben 3% von den Zinsen Gewinn. Reingewinn. So. Bei Staatsanleihen funktioniert das so. Die Banken nehmen also den Kredit auf oder die nehmen das gedruckte Geld auf von der Bundesbank zu einem sehr niedrigen Zinssatz, den sie vorher erpresst haben. Dann gehen sie zur Bundesregierung und sagen, hier, zu dem dort verhandelten Zinssatz von 10% zum Beispiel jetzt in Portugal fast. Und so entsteht ein total perverser Kreislauf. Wir drucken Geld, wir heizen die Inflation an und die Banken machen einen Reibach. So. Zusätzlich, die zweite Abzocke ist dann für den normalen Menschen. Die Bank hält also weiterhin ihre 6% auf den Hauskredit, den sie euch gibt, bezahlt aber auch da nur die 3%. Das heißt, die machen dort rechts einen Reibach und die machen dort links einen Reibach. Die werden also
überall verarscht. Kurz zum Lobbyismus nochmal. Lobbyismus ist im Endeffekt die Interessenvertretung, politische Interessenvertretung, also quasi der verlängerte Arm der Banken oder Verbände, Blumenhändlerverband, TE-Verband, Behindertenverband. Ja? Das Ganze verfolgt über PR-Kampagnen, um quasi die öffentliche Meinung zu manipulieren oder zu beeinflussen, um das nett zu sagen. Oder eben über das Lobbying an den Institutionen. Nur mal ganz kurz, damit ihr es euch vorstellen könnt, der Lobbyistengürtel, so wie ich ihn nenne, beträgt bei 620 Abgeordneten in Berlin ca. über 5000 Lobbyisten, die jeden Tag auf die 620 Abgeordneten und ihre Mitarbeiter einprasseln. Mit Gesetzesvorschlägen. Mal hier, mal da. Da muss man sich Gehör verschaffen können. Im Europaparlament haben wir 750 Abgeordnete und über 15.000 Lobbyisten, die dort einprasseln auf die Europaparlamentarier, die gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Gut, da kommt das Thema Bestechung ins Spiel. Derjenige, der das meiste bietet, und das ist übrigens nicht verboten, wird gehört und kriegt einen Termin. Es kam auch schon vor, dass grüne Politikerinnen zum Beispiel ist aufs Klo verfolgt worden, damit sie einen Termin kriegen, die Lobbyisten. Ja, aber meistens wird es anders geregelt. Ganz kurz nochmal, Lobbyismus im Gesetzgebungsprozess. Also ich habe euch jetzt bloß mal aufgelistet, welche Varianten die Lobbyisten quasi haben. Im Kanzleramt, ja, Bargeld, Parteispenden, Geldwertvorteile oder Posten in der Wirtschaft. Nennt man Drehtüreffekt. Geht da rein und da wieder raus. Beim Bundestag, brauche ich jetzt nicht wiederholen, steht das gleich. Beim Bundesrat steht auch das Gleiche. Beim Bundesverfassungsgericht steht auch das Gleiche. Parteispenden, viele wissen es nicht. Die Bundesrichter werden von den Parteien gestellt. Beim Bundespräsidenten, ja, der kann was, und zwar der kann Gesetze abschlagen. Steht das Gleiche da. Nur so als kleiner Seitenhieb. Es lohnt sich, manchmal diese Bundespräsidenten abzusägen, wenn die gegen was Bestimmtes sind. Nur so, ne? So, ich komme nicht zum Ende, sondern zum Anfang, weil das heute der erste Vortrag war. Weitere Vorträge werden noch folgen. Den Vortrag könnt ihr dann unter der Internetadresse runterladen, schenke ich euch. Das Video gibt es dann auf YouTube. Ja? Und erstmal so viel von mir. Vielen Dank. Ja, heute schon wieder. Gespräch, Diskussion, Fragen und Antworten und los geht's. Irgendwelche Fragen? Irgendwas unklar? Ich kann auch mal zurückgehen irgendwo. Was willst du jetzt eigentlich über diese 10 Vorträge decken? Die 10 Vorträge, die stellen meinen Kenntnisstand dar. Das heißt, da ich ja Demokrat bin, bin ich der Meinung, dass die Leute viel mehr Power haben sollen. Dazu gehört aber das Projekt des mündigen Bürgers. Das heißt, Entscheidungen werden nicht einfach so getroffen, sondern die Leute sollen qualifizierte Entscheidungen treffen können. Also Bildung. Das heißt, auch wenn vielleicht einige mit dem nicht übereinstimmen, was ich so von mir gebe, ist das Ziel dahinter, euren Kenntnisstand zu heben, indem ich meinen mitteile. That's it. Also bist du der Meinung, dass bestimmte Entscheidungen, die momentan die Regierung ohne dein Wissen fällt, dass du da definitiv aktiv mit eingreifen willst, vielleicht in der Form von Volksentscheid etc. Genau. Okay, dann momentan, um mal vorhin auf die ganze Situationsgeschichte mit den Rohstoffen nochmal zurückzukommen, momentan diskutiert die Regierung darüber, ob der Hochfrequenzhandel an den Börsen über Rohstoffe, Edelmetalle etc. gekippt werden soll, geändert werden soll und ob das so weiter fortsetzen soll, wie es momentan passiert. Ja. Deine Meinung dazu spontan? Ich finde, das ist totaler Nonsens. Weil die Frage für mich ist halt nicht die Frage, wie schnell wir etwas handeln, sondern wird derjenige, dem wir das abluchsen, abgezockt? Also ob die jetzt den Hochfrequenzhandel einstellen oder nicht, das ist mir relativ egal, weil für mich das ganze System pervertiert ist. Meine Antwort dazu. Okay,
Okay, also würdest du dich bei einer solchen Entscheidung vom Ja oder Nein, ob das so abgeschafft wird oder nicht, einhalten? Ja, ich kann euch zum Beispiel sagen, wenn ich wählen gehe, ich gehe wählen, dann, warte mal, dann streiche ich den Zettel durch. Okay? Und genauso würde ich da auch halten. Also würdest du, wenn das andere gemacht wird, würde der Markt so der Hochbeschwerden bestehen bleiben? Ich bin halt der Meinung, man müsste das nochmal ganz anders aufbauen. Wird auch einer dieser Vorträge dann behandeln. So. Ja. Also da kommt hier zum Beispiel den Sinn, wenn ich jetzt mal hier diese Runde frage, wie viele Leute sind da wirklich imstande, diese Thematik wirklich tiefgreifend zu erfassen und dann darf ich eine Entscheidung zu treffen? Nee, die andere Frage ist erstmal, wie viele Leute interessieren sich überhaupt dafür? Ja. Und ich kann dann jetzt gut sagen, dass wir wenig mehr Beteiligung des Volkes an politische Entscheidungen haben sollten. Stell dir mal vor, wir hätten eine direkte Demokratie. Und jeder Idiot könnte sich quasi so durchsetzen. Weißt du? Dann haben die Leute Angst, dass dieser Idiot sich durchsetzt. Und die sind plötzlich gezwungen, sich dafür zu interessieren. Das ist der Witz dabei. Und so war es auch in der attischen Demokratie. Jeder, der sich also nicht für Politik interessiert hat, hieß Idiotis. Also nur so viel dazu. Noch eine Frage bei euch? Ja, ich weiß nicht, ich habe letztens hier über dieses, also meine Frage mit dieser Direktpartie, also dass du dich überall einmischst. Ich bin deiner Meinung, dass man sich, also auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was jetzt der Stand ist, sagen wir an eine Partie, also die Teilnahme an eine Politik ist meines Erachtens zu also nicht akzeptabel. Und man sieht es halt in anderen Regionen auf der Welt, wo es wirklich wo Menschen einfach, ich sag mal einfache Menschen, weil sie jetzt kein Studium haben oder so, bei sehr komplexen Entscheidungen mitreden können. Und ich glaube, das unterschätzt man. Nichtsdestotrotz denke ich doch, dass die Komplexität so groß ist, dass man nicht wirklich bei alles mitreden kann. Und das ist halt meine Frage, wie man da umgeht. Und ich finde es halt jetzt interessant, dass die Piratenpartei, die haben ja so ein System entwickelt. Liquid Democracy nennen die das. Ich habe mich da noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, aber die Idee fand ich gar nicht so schlecht, nämlich dass in den Themenbereichen, wo du nicht wirklich dein Wissen einbringen kannst und auch nicht sagen kannst, ich bin dafür oder dagegen, dass du diese Stimme praktisch weitergehst. Und das fände ich halt so als ein Kompromiss zwischen diese Absolutteilnahme bei allen, was ich utopisch sehe, aber im Vergleich zu dem, was jetzt unser System ist, dass es so ein Zwischending ist, wo es auf jeden Fall um einiges gesünder sein könnte. Das sehe ich ganz genauso. Ganz genauso, weil es ist unmöglich, heute in dieser Welt sich für alles zu interessieren. Also, man kann sich für vieles interessieren. Man kann sich auch für vieles eine fundierte Meinung bilden in der Zeit. Aber man kann unmöglich überall gleichzeitig sein. Deswegen finde ich das die richtige Lösung an der Stelle. Also, vielleicht, die es nicht gehört haben, wenn du also keine Idee in einem bestimmten Thema hast, aber du kennst jemanden, der sich damit gut auskennt, dann kannst du ihm seine Stimme übermitteln. Und er kann dann mit den gesammelten Stimmen für dich mitvoten. Finde ich ein gutes Konzept. Noch eine Frage? Das hat aber nicht mit Weltverschwörung oder so zu tun. Hast du sozialisierten Hausaufbau? Nö. Sind alles Fakten? Ich meine, auf was willst du hinaus? Dann nur uns dein. Nicht weiter. Ich will nicht weiter. Wissensstand zu erklären, genau. Oder zu erzählen, ist doch auch. Also, ich will was politisch umsetzen. Das wird auch in den folgenden Vorträgen nochmal behandelt. Es geht ja um direkte Demokratie an der Stelle. Aber ich bin kein Verschwörer. Das heißt, mir ist relativ egal, wer da den Hochfrequenzhandel betreibt. Ja, ich weiß nur, dass es mir nicht passt. Was machst du momentan? Ich? Jetzt gerade? Ich ab? Also nächstes Jahr fange ich ein Bautechnikerstudium an. Und jetzt gerade arbeite ich in Hotels. Ich schlag mich so durch bis nächstes Jahr. Okay, was hast du vorher studiert? Was hast du vorher? Architektur. Du hast vorhin gesagt, wenn du wählen gehst, dann
schreibst du den Zettel durch, also du wählst praktisch nicht wählen. Also wählst keine Partei, sag ich mal so. Ungültig machen. Du das, ungültig machen. Ja, ungültig machen, genau. Und jetzt gibt es ja dieses Rezept von der Piratenpartei, warum wählst du die nicht? Ich kenne die sehr gut. Ich kenne die sehr gut. Ich sage nur so viel dazu. Also beschäftigt euch mit den Piraten. Man kann mit den Jungs, zumindest den Dresdnern, auch den Berlinern, sehr gut ein Bier trinken, aber sich sehr schwierig über tiefere Themen unterhalten. Es gibt immer ein, zwei Leute, die was drauf haben bei denen, die werden aber oftmals niedergeredet oder weggedrückt. Und dann gibt es ganz andere Themen, die plötzlich wichtig scheinen. Ja? Und auf jeden Fall ist es nicht umsonst so, dass einer der Gründer der Piraten in Deutschland in einem dreistündigen Podcast davon abgeraten hat, die Piraten zu wählen. Weil er auch zugegeben hat, er hat Versprechen gemacht, er hat auch gedacht, er kann sie einhalten. Jetzt sind die Piraten in zwei Parlamenten dem gleichen System ausgesetzt wieder, ja, die Fraktionen. Und was passiert? Mit sehr guter Bezahlung, mit bezahlten Angestellten, man könnte meinen, dass Liquid Feedback oder Liquid Democracy wird weiterentwickelt. Oder andere Schwerpunkte der Piraten werden weitergebracht. Das ist aber nicht wirklich so. Und das nächste ist, dass vor kurzem die Fraktionsminister in Berlin beschlossen hat oder für sich festgestellt hat, dass sie dann doch gerne mal wieder das eine oder andere Hintertürgespräch führen würden. Wortwörtlich. Ich werfe denen das nicht vor, aber es ist so.